Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Gäste, wir haben uns hier in Erfurt zusammengefunden, um Geschichte zu schreiben. Wir werden unser Programm beschließen und nach dem Mitgliederentscheid werden wir unser Programm gemeinsam umsetzen, ob es unseren politischen Gegnern passt oder nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Jede soziale Bewegung, liebe Genossinnen und Genossen, beginnt mit Empörung über die gesellschaftlichen Verhältnisse. Martin Luther empörte sich vor knapp 500 Jahren über den Ablasshandel der römisch-katholischen Kirche und schlug seine 95 Thesen an das Hauptportal der Schlosskirche zu Wittenberg. Danach veränderte sich nicht nur die Kirche. Thomas Müntzer führte die Bauern in den größten Bauernaufstand der deutschen Geschichte. In Frankreich empörten sich die Menschen über hohe Brotpreise und fegten in der Revolution 1789 einen verschwenderischen König hinweg, und zwar mit dem Ruf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Unser Motto des Parteitages heute ist Freiheit, Würde, Solidarität. Arbeiter und Bauern empörten sich am Ende des Ersten Weltkrieges über den mörderischen Krieg und das Elend. In Russland stürmten Matrosen das Winterpalais. Das war der Beginn der Oktoberrevolution. In Deutschland gründeten Arbeiter und Soldaten Räte, jagten den Kaiser zum Teufel und erhoben sich zur Novemberrevolution. Die Republik wurde von Karl Liebknecht ausgerufen und Clara Zetkin machte die Frauenbewegung in Deutschland stark. Nach dem Zweiten Weltkrieg war sich die Mehrheit der Europäer einig, dass sich ein solcher Krieg niemals wiederholen darf. Und wie die heute Herrschenden das, was Millionen von Menschen nach dem Krieg aufgebaut haben, zerstören, beschreibt Stefan Essel in seinem Buch Empört euch. Doch nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt empörten sich Menschen über Herrschende, die ihnen Freiheit und Würde nahmen. Mahatma Gandhi empörte sich über die britischen Kolonialherren und führte Indien in die Unabhängigkeit. Martin Luther King und Millionen Afroamerikaner empörten sich über die Rassendiskriminierung in den USA. Mit seinem Traum, mit seiner Rede »I have a dream« veränderte Martin Luther mit vielen mutigen Menschen das Land. Und in Deutschland empörten sich die Grünen über die Zerstörung der Umwelt, über Atomkraftwerke und machten unser Land ökologischer, aber leider nicht friedlicher, liebe Genossinnen und Genossen. Mitglieder der PDS und der WSG empörten sich über Hartz IV, Rentenkürzungen, Krieg und gründeten Die Linke. 5 Millionen Menschen wählten Die Linke 2009 in den Deutschen Bundestag. Und sie machten damit deutlich, dass sie mit der herrschenden Politik ganz und gar nicht einverstanden waren. Wir, liebe Genossinnen und Genossen, dürfen die Erwartung dieser Menschen nicht enttäuschen. Heute, liebe Genossinnen und Genossen, fragen wir uns, was ist aus der Empörung geworden? Ist sie verflogen? Nein, die Empörung ist da. Wir erleben eine neue globale Bewegung, die nicht nur die Wall Street, sondern Börsen und Parlamente in der ganzen Welt belagert. Beim weltweiten Aktionstag am 15. Oktober war der gesamte Parteivorstand in Berlin dabei. Und viele von euch waren in Frankfurt und anderen Städten, um gegen die Allmacht der Banken zu demonstrieren. Und der Protest hat erst angefangen. Ich bin mir sicher, es werden von Tag zu Tag mehr Menschen, die uns unterstützen. Und wir haben für unseren Parteitag eine Resolution vorbereitet, in der wir unsere Forderungen an die Banken und die Regierung formulieren und unsere Solidarität mit der Occupy-Bewegung zum Ausdruck bringen. Wir werden nicht akzeptieren, dass der sogenannte Rettungsschirm für Banken mit fragwürdigen Instrumenten auf mehrere Billionen Euro aufgeblasen wird. Liebe Genossinnen und Genossen, die heutigen Zeitungen berichten, dass der EU-Rettungsplan vor dem Scheitern steht. Das ist ein klares Zeichen, dass die europäischen Regierungschefs handlungsunfähig sind
Und es ist auch keine Sache der Regierung mehr. Die Menschen müssen selbst über die Zukunft Europas entscheiden können. Wir brauchen endlich einen europäischen Volksentscheid über eine Finanztransaktionssteuer. Dafür sollten wir uns gemeinsam einsetzen. Immer wenn neue soziale Bewegungen entstehen, wenden die Herrschenden die gleichen Strategien an, um sie zu bekämpfen und klein zu halten. Erst wird Verständnis geheuchelt, dann wird den Empörten Naivität vorgeworfen. Die Dinge wären doch viel zu komplex, um sie auf der Straße zu verhandeln. Welche Überheblichkeit! Die Herrschenden wollen den Eindruck vermitteln, als wüssten sie, was sie tun. Doch sie wissen nicht, was sie tun. Von uns gibt es dafür keine Vergebung, liebe Genossinnen und Genossen. Denn hinter verschlossenen Türen wollen sie über das Schicksal von Milliarden von Menschen entscheiden. Das lassen wir uns nicht länger bieten. Wir stehen solidarisch zusammen mit Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Wir, die Linke, sind die Partei, die die Empörung der Mehrheit in ihrem Programm aufgreift, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir werden ein Programm beschließen, das zeigt, wie erbarmungslose Konkurrenz durch Solidarität ersetzt wird. Die Linke ist die Partei, die ein Programm hat, das sich grundsätzlich mit dem Kapitalismus auseinandersetzt und eine Gesellschaft gestalten will, in der nicht mehr das Geld regiert, sondern das Volk. Und zwar je direkter, desto besser, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir schreiben an diesem Wochenende Geschichte. Unser Erfurter Programm wird dieses Land verändern. Da bin ich mir ganz sicher. Als im Frühjahr des Jahres 2010 Oskar Lafontaine und Lothar Bisky den Programmentwurf vorstellten, schrieben sofort einige Journalisten, dass dieser Entwurf die Partei zerreißen würde. Da war wohl eher der Wunsch der Vater des Gedankens. Denn genau das Gegenteil ist passiert. Die Diskussion hat uns in der Partei zusammengeführt, hat das gegenseitige Verständnis gestärkt und uns alle klüger gemacht. Wir waren bereit, voneinander zu lernen. Und ich hebe es deshalb so hervor, weil es ein altes Klischee ist, dass Linke nicht von Linken lernen wollen, weil sie angeblich schon alles wüssten. Das Klischee ist zerbrochen, liebe Genossinnen und Genossen. Die Diskussion wäre nicht so konstruktiv verlaufen, wenn nicht die Mitglieder der Programmkommission, die Mitglieder der Redaktionskommission, Mitglieder und Mitarbeiter des Parteivorstandes und viele Genossinnen und Genossen in den Landes- und Kreisverbänden nicht alles Menschenmögliche gegeben hätten, um das Programm zu einem Erfolg zu führen. Dafür möchte ich mich bei allen recht herzlich bedanken, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, in Deutschland sind viele Menschen empört, dass in einem der reichsten Länder der Welt Kinder in Armut aufwachsen und gleichzeitig die Zahl der Millionäre und Milliardäre rasant wächst. Armut und Reichtum werden in dieser Gesellschaft immer mehr von Generation zu Generation vererbt. Das müssen wir ändern, das werden wir ändern und das können wir auch ändern, liebe Genossinnen und Genossen. Dazu müssen wir zuallererst den Niedriglohnsektor abschaffen. Das bedeutet, 7 Millionen Menschen, die dort arbeiten müssen, würden ihre Würde zurückbekommen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir wollen endlich gesetzliche Mindestlöhne einführen, Hartz IV überwinden und die Renten erhöhen. Und wir beschreiben in unserem Programm eine solidarische Mindestrente, liebe Genossinnen und Genossen. Viele Menschen sind empört, dass sie den ganzen Tag hart arbeiten und trotzdem nicht genug erhalten, um davon in Würde leben zu können. Ich sage euch, wer nicht bereit ist, einen ehrlichen Lohn zu zahlen, verletzt die Würde der Menschen und verstößt damit gegen unser Grundgesetz. So deutlich muss man das sagen. Viele Menschen sind empört,
dass die Bundesregierung der vergangenen 20 Jahre unsere Gesellschaft immer weiter gespalten und entsolidarisiert haben. Daran waren viele von CDU, CSU, FDP, SPD und Grünen beteiligt. Das können und das dürfen wir nicht vergessen, liebe Genossinnen und Genossen. Aber wenn wir für uns selbst in Anspruch nehmen, aus unseren Fehlern zu lernen, müssen wir das auch anderen zutrauen und ihnen Hoffnung machen. Liebe Genossinnen und Genossen, der Angriff der neoliberalen Regierung konzentriert sich auf die systematische Zerstörung all dessen, was in unserem Lande solidarisch organisiert ist. Diese Angriffe müssen wir gemeinsam stoppen. Der Angriff gilt der solidarischen Arbeitslosenversicherung, der solidarischen Krankenversicherung und der solidarischen Rentenversicherung. Ob Kohl, Schröder oder Merkel, alle folgten sie wie Schafe dem neoliberalen Mantra, dass der Markt alle Probleme richte und deshalb solidarische Systeme überflüssig wären. Aber ich sage euch, im Gegenteil, die solidarischen Sicherungssysteme sind ein unverzichtbarer Schutzwall gegen die hemmungslose Entfesselung der Märkte. Und nicht die Riester-Rente, nicht der Riester-Rente, sondern der solidarischen Rentenversicherung, in die alle einzahlen, gehört die Zukunft. Denn gegen Neoliberalismus hilft nur eines: Solidarität, liebe Genossinnen und Genossen. Und das ist eine zentrale Botschaft unseres Programms. Wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass eine solidarische Gesellschaft für alle besser ist als eine neoliberale Gesellschaft, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist auch gar nicht so schwer, wenn man nur ein einziges Beispiel neben den bereits genannten herausgreift, das Gesundheitssystem. Die zunehmende Privatisierung des Gesundheitssystems ist ein dauernder Angriff auf die solidarische Krankenversicherung. Jeder kann sich an seinen fünf Fingern abzählen, dass eine solidarische Krankenversicherung, in die Millionen Menschen einzahlen und sich alle Risiken teilen, sicherer und kostengünstiger ist als eine, in der jeder sein eigenes Risiko tragen muss. Und deshalb wollen wir eine solidarische Bürgerversicherung, weil es eben für alle besser ist, liebe Genossinnen und Genossen. Wir leben nicht nur in einer ungerechten und gespaltenen Gesellschaft, wir leben auch in einer zerstörerischen Gesellschaft. Die Finanzkrise von 2008 dehnte sich wie ein Flächenbrand über Länder und Kontinente aus. Sie zerstört Arbeitsplätze und Existenzen. Allein Deutschland, so sagt die Bundesbank, hat die Finanzkrise 335 Milliarden Euro gekostet. Kaum niemand kann sich unter dieser Zahl etwas vorstellen. Aber ich will es etwas verdeutlichen. Das ist mehr, als der Bundestag in einem ganzen Jahr für die Sozialsysteme, die Bundeswehr, die Zinszahlung, die Bildung, die Justiz, Entwicklungshilfe, Bauen, Verkehr und Landwirtschaft bewilligt. Mehr als das. So viel Volksvermögen wurde in der Bundesrepublik in so kurzer Zeit noch nie vernichtet. Und wir müssen das den Bankern und Politikern immer wieder sagen, die behaupten, wir alle hätten über unsere Verhältnisse gelebt. Und deshalb sei der Staat so hoch verschuldet. Das, liebe Genossinnen und Genossen, ist eine große Lüge. Nicht wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, sondern Sie. Die Menschen wurden für die notleidenden Banken gnadenlos abkassiert. Doch die Banken selbst tragen keinen Cent mit für die Kosten der Krise, die sie mit verursacht haben. Und die Linke sagt klar in ihrem Programm, dass es so nicht weitergehen kann. Banken, die sich weigern, ihre Aufgaben in der Gesellschaft zu erfüllen, stattdessen aber das Geld der Menschen in Casinos zu verzocken, die müssen verstaatlicht werden. Im Grundgesetz steht, eine Enteignung ist zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Liebe Genossinnen und Genossen, setzen wir gemeinsam das Grundgesetz durch. Die Regierenden, liebe Genossinnen und Genossen, haben die falschen Schlussfolgerungen aus der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg gezogen. Sie haben den Zockern nicht das Handwerk gelegt, sondern sie haben die Banken einfach weiter so machen lassen. Und darum stehen wir jetzt vor einer noch größeren Krise.
Und die Bundesregierung versucht nur den Eindruck zu erwecken, dass wir gar keine Bankenkrise mehr hätten, sondern eine Krise der Staatshaushalte. Und ich wiederhole, man versucht uns einzureden, wir hätten 40 Jahre über unsere Verhältnisse gelebt. Das ist eine so gnadenlose Unverschämtheit, eine Verdrehung der Wahrheit. Das lassen wir uns nicht sagen. Und wir lassen die Banken und die herrschenden Politiker nicht aus der Verantwortung für das Desaster, das sie angerichtet haben. In diesen Tagen schauen wir nach Griechenland. Dort streiken die Menschen aus Verzweiflung über ihre Notlage. Und man muss es ganz deutlich sagen, die Bundesregierung hat nichts, aber auch gar nichts unternommen, um Griechenland zu helfen. Sie ist nicht solidarisch mit Griechenland, sondern ausschließlich solidarisch mit den deutschen und den französischen Banken. Und die Kürzungspakete, die die Kanzlerin, übrigens mit Unterstützung der Grünen, Griechenland aufgezwungen hat, sind eine Katastrophe für die griechische Volkswirtschaft. Und ich frage euch, warum verpflichten CDU, CSU, FDP und Grüne die Griechen zu einem Kürzungspaket, das sie in der gleichen Situation niemals in Deutschland angewandt hätten? Ich erinnere daran, in Deutschland wurde völlig anders entschieden. In der Krise 2008, übrigens auf Druck der Linken, wurden die größten Konjunkturprogramme in der Geschichte der Bundesrepublik beschlossen. Es ging also und geht nicht um Hilfe für Griechenland, sondern um etwas ganz anderes. Und das müssen wir klar benennen. An Griechenland soll ein Exempel statuiert werden. Hier zeigen die Herrschenden, mit welcher Brutalität sie bereit sind, gegen ein ganzes Volk vorzugehen. Damit wollen sie Angst und Schrecken in Europa verbreiten. Und offensichtlich sind sie der Meinung, dass nur noch mit Angst und Erpressung das kapitalistische Umverteilungssystem aufrechterhalten werden kann. Wir, liebe Genossinnen und Genossen, wir sind solidarisch mit den Griechinnen und Griechen, die entlassen wurden, deren Gehälter und Renten gekürzt werden, denen die Lebensgrundlage entzogen werden soll. Doch es geht schon längst nicht mehr nur um Griechenland. Die solidarischen Sicherungssysteme sollen in ganz Europa ausgeschaltet werden, um das freie, nein, das regellose Spiel der Märkte noch weiter auszudehnen. Die Agenda 2010 mit Niedriglöhnen, Minijobs und Rentenkürzungen soll ein Exportschlager werden, egal ob die anderen europäischen Staaten ihn haben wollen oder nicht. Das müssen wir gemeinsam verhindern. Es geht doch nicht um die Rettung des Euro. Wir müssen gemeinsam die Europäer vor den Banken und ihren willfährigen Politikern schützen. Das ist unsere Aufgabe, liebe Genossinnen und Genossen. Und das fordern auch immer mehr Menschen in Madrid, Athen, Rom und anderen europäischen Städten. Und die Linke ist ein Teil dieser neuen Bewegung. Das, liebe Genossen, sollte uns Kraft geben, uns inspirieren und uns Mut machen. Lasst uns gemeinsam kämpfen. Wie zerstörerisch unsere Gesellschaft heute ist, sehen wir an den Kriegen, die weltweit geführt werden. In Afghanistan und im Irak sind in den letzten 10 Jahren mindestens 137.000 Zivilisten getötet worden. Männer, Frauen und Kinder. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Unzählige Menschen haben ihre Wohnung und ihre Lebensgrundlage verloren. Und es ist doch empörend, dass sich Bundesregierungen an solchen Kriegen immer wieder direkt und indirekt beteiligt haben. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, dass will ich hier deutlich unterstreichen, dass fast nie über diese Kriege als Ursache von Krisen gesprochen wird. Der Nobelpreisträger Josef Stiglitz hat ausgerechnet, dass der Irakkrieg 2 Billionen Dollar gekostet hat. Wer diese Kriege mitfinanziert, sich für Kriege verschuldet, und sich dann hinstellt und sagt, wir alle hätten über unsere Verhältnisse gelebt, der ist ein Lügner. Die Linke lehnt Kriege ab, so steht es unmissverständlich in unserem Programm. Und da sind wir uns alle einig, liebe Genossinnen und Genossen.
Doch unsere Gesellschaft ist nicht nur in Zeiten von Krisen und Kriegen selbstzerstörerisch. Nein, die Zerstörung liegt im Wesen des Kapitalismus selbst begründet. Damit Kapital Rendite abwirft, muss es Natur und Menschen im wahrsten Sinne des Wortes verbrauchen. Und die Vorstellung der Grünen, Kapitalismus mit Natur und Menschen versöhnen zu können, ist eine gefährliche Illusion. Und übrigens an die Adresse der Grünen hinzugefügt, Krieg ist die furchtbarste Umweltzerstörung überhaupt, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben nach der Atomkatastrophe von Fukushima den Programmentwurf in einem Punkt deutlich präzisiert. Wir wollen den sozial-ökologischen Umbau und wir sind die Partei, die die soziale Frage unlösbar mit der ökologischen Frage verbinden will. Und dazu gehört ein Thema, das, glaube ich, viele empört. Denn besonders menschenverachtend ist die Spekulation mit Nahrungsmitteln. Die Deutsche Bank druckte auf Brötchentüten sogar Werbung für Spekulation mit Nahrungsmitteln. Im Klartext, mit Hunger Geld und Profit machen. Das ist menschenverachtend. Die Deutsche Bank und andere Rohstoffspekulanten tragen Mitverantwortung für den Hunger in der Welt. Jan Ziegler, ehemaliger UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, brachte es auf den Punkt. Ich zitiere: Die Verschuldung und der Hunger sind die zwei Massenvernichtungswaffen, die von den Herren der Welt eingesetzt werden, um die Völker, ihre Arbeitskraft, ihre Rohstoffe und ihre Träume zu versklaven. Die Linke fordert die sofortige Entwaffnung der Nahrungsmittelspekulanten. Die Deutsche Bank muss sofort ihren Agrarfonds schließen, liebe Genossinnen und Genossen. Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek weist darauf hin, dass es uns leichter falle, uns das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorzustellen. So, als würde der Kapitalismus selbst dann intakt bleiben, wenn das gesamte Leben auf dem Planeten verschwinde. Liebe Genossinnen und Genossen, nein, für die Linke ist der Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte. Und das unterscheidet uns von allen anderen Parteien in diesem Land. Wir wollen eine solidarische Gesellschaft. Wir wollen eine Gesellschaft der Gerechtigkeit, auch und gerade zwischen Mann und Frau. Und wir sind eine feministische Partei. Eine Partei, die nicht feministisch ist, ist nicht links, liebe Genossinnen und Genossen. Wir wollen eine freie Gesellschaft. Wir wollen den demokratischen Sozialismus, so wie es hier angeschrieben ist. Darin sind wir uns einig. Nun las ich gestern oder vorgestern in einer Zeitung, dass wir uns mit unserem Programm ins Abseits stellen würden. Ich sehe das ganz anders. Wer entscheidet eigentlich in dieser Gesellschaft, wer im Abseits steht? Wir stehen dort, wo die Mehrheit steht. Die Mehrheit ist gegen Krieg, die Mehrheit ist für Regulierung der Banken und die Mehrheit ist gegen die Rente erst ab 67. Und tatsächlich im Abseits stehen die, die meinen, ohne die Gesellschaft auskommen zu können, weil sie genügend unversteuertes Geld in die Schweiz gebracht haben. Aber ich sage euch, mit einer ordentlichen Millionärsteuer können wir diese Menschen auch wieder in die Gesellschaft integrieren, liebe Genossinnen und Genossen. Natürlich müssen wir uns fragen, warum Empörung über Arbeitslosigkeit, Niedriglöhne, Rentenkürzung nicht in Wählerstimmen für die Linke umschlägt. Vielleicht, weil die Menschen uns nicht zutrauen, dass wir diese Gesellschaft wirklich verändern können. Aber ich glaube, von diesem Parteitag muss die Botschaft ausgehen. Wir können die Gesellschaft verändern, wir wollen sie verändern und wir werden sie verändern, liebe Genossinnen und Genossen. Das können wir natürlich nicht allein, sondern mit vielen Menschen, die diese Gesellschaft, so wie wir, grundsätzlich verändern wollen. Und wir müssen noch viel mehr Menschen erreichen, damit wir eine andere Politik durchsetzen können.
Und dabei ist eine grundlegende Frage die Eigentumsfrage. Warum gehört eigentlich wem, was, warum in dieser Gesellschaft? Warum hat der eine viel und der andere nichts? Warum ist der eine Herr und der andere Knecht? In unserem Programm fordern wir unser Eigentum, das öffentliche Eigentum, zurück, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir sind die einzige Partei, die die Frage nach dem Zusammenhang von Demokratie und Eigentum stellt. In den vergangenen Jahren wurde öffentliches Eigentum unser Eigentum verkauft. Wohnungen, Krankenhäuser, Stromerzeuger, Verkehrsbetriebe, Wasserbetriebe, selbst Rathäuser. Und ich bin davon überzeugt, die Menschen nehmen es nicht länger hin, dass eine Handvoll Manager ständig unsere Mieten, unsere Fahrpreise und unsere Wasserpreise erhöht, um eine höhere Rendite für die Anteilseigner zu erwirtschaften. Und deshalb fordern wir in unserem Programm, dass die öffentliche Daseinsvorsorge nicht länger Stoff für Renditeträume von Managern sein darf, liebe Genossinnen und Genossen. Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Verkehrsbetriebe, Wohnungsunternehmen müssen wieder in die Hände der ganzen Gesellschaft gelegt werden. Nun wird uns häufig vorgeworfen, dass wir alles verstaatlichen wollten. Das ist grober Unfug. Wir fordern in unserem Programm sogar eine Vielfalt von Eigentumsformen. Aber ich habe den Eindruck, dass in der Öffentlichkeit fast nur über Privateigentum gesprochen wird und die Vielfalt der Eigentum völlig ignoriert wird. Ein Beispiel. Wenn man sich vor der Tagesschau die Börse im Ersten anschaut, dann könnte man meinen, es gäbe nur DAX-Unternehmen in Deutschland. Doch nur 3,6% haben in Deutschland überhaupt nur Aktien. Das sind nicht einmal 5% der Bevölkerung. Warum also diese täglichen Berichte von der Börse bei einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender? Es gibt, liebe Genossinnen und Genossen, in Deutschland 18 Millionen Genossenschaftsmitglieder. Und die Vereinten Nationen haben das Jahr 2012 zum internationalen Jahr der Genossenschaften ausgerufen. Das, liebe Genossinnen und Genossen, das sollte doch ein ausreichender Anlass für die ARD sein, jeden Tag vor der Tagesschau einen kleinen Bericht über Genossenschaften zu senden und die Börse im Ersten an Sat.1 zu verkaufen. Und vielleicht fragen sich auch einige Journalisten, Wissenschaftler, welchen Anteil Sie an der Finanzkrise haben. Es sind nämlich nicht nur Banker und Politiker für die Krise mitverantwortlich, sondern auch diejenigen, die allzu willfährig über die Finanzindustrie berichtet, positiv geurteilt haben, sich völlig verzockt haben, wie der berühmte Professor Sinn, der eigentlich den Namen Unsinn tragen sollte, liebe Genossinnen und Genossen. Wenn wir eine solidarische Gesellschaft wollen, dann werden wir das nur erreichen, wenn wir Solidarität zum wichtigsten Prinzip auch in unserer Partei machen. Wenn wir es schaffen, eine offene, eine demokratische und eine kulturvolle Partei zu sein, dann werden wir attraktiv für die Menschen. Die Gesellschaft wird durch die herrschende Politik immer weniger offen, immer weniger demokratisch und ist immer kulturloser geworden. Wir als Linke müssen selber unseren Beitrag zur Solidarität in unserer Partei und in der Gesellschaft leisten, liebe Genossinnen und Genossen. Die Vorsitzende der Antragskommission, Biggi Ostmeier, hat es gesagt, fast 1.400 Änderungsanträge sind zum Leitantrag eingebracht worden. Und allein die Antragsfülle zeigt, wie intensiv und demokratisch unser Programmentwurf diskutiert wurde. Das ist für mich ein gutes Zeichen. Und wir wollen von diesem Parteitag das Signal in das Land senden, dass wir die Probleme der Menschen kennen, ihre Empörung teilen und dass wir in unserem Programm Vorschläge erarbeitet haben, wie wir unsere Gesellschaft gerechter, solidarischer, friedlicher und würdevoller machen können. Und ich bin der festen Überzeugung, dass uns keine Macht der Welt an der Umsetzung dieses Programms hindern kann. Nur wir selbst können uns daran hindern, unser eigenes Programm umzusetzen, liebe Genossinnen und Genossen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf Stefan Essels Buch Empört euch zurückkommen. Mein Wunsch wäre, die Empörung über andere Genossen
sollte in unserer Partei nie größer sein als die Empörung über die sozialen Verhältnisse in unserem Land. Wenn wir das Programm beschlossen haben, werden die Angriffe auf uns stärker werden. Denn unser Programm ist eine Kampfansage gegen das herrschende Establishment. Der Wind, der uns jetzt ins Gesicht bläst, hat höchstens Windstärke 2. In den nächsten Jahren wird es stürmischer werden. Unser politischer Gegner schreckt vor nichts zurück. Einen üblen Vorgeschmack haben wir durch die sächsische CDU, FDP und die verfassungsfeindliche NPD bekommen, als sie die Immunität unseres sächsischen Fraktionsvorsitzenden André Hahn aufgehoben haben, weil er sich an Blockaden gegen Nazis beteiligt hat. Der Parteivorstand hat in einer Resolution seine Solidarität auch mit Bodo Ramelow, Janine Wissler und Willi von Ooyen erklärt, denen Gleiches geschehen ist oder droht. Liebe Genossinnen und Genossen, von unserem Parteitag geht das Signal aus, dass wir uns von unseren politischen Gegnern nicht einschüchtern lassen und dass wir mit allen Antifaschisten solidarisch sind, die von der Justiz verfolgt werden. Der Aufstand der Empörten ist heute dringlicher denn je. Die Empörung richtet sich auch gegen diejenigen, die mit anderen Menschen Monopoly spielen und ganze Länder den wirtschaftlichen Abgrund reißen. Liebe Genossinnen und Genossen, unsere Partei ist ein Teil einer großen solidarischen Bewegung, die sich nicht länger von den Börsen der Welt und ihren Politikern in Washington, Paris, London und Berlin beherrschen lassen wollen. Nehmen wir den Ruf Occupy Wall Street auf. Sagen wir Occupy Everywhere. Wir grüßen alle Menschen, die sich dieser Bewegung anschließen und versichern ihnen, dass wir alles dafür tun werden, dass es täglich mehr werden. Lasst uns gemeinsam unser Land, unser Europa und unsere Welt gerechter und solidarischer gestalten. Lasst uns heute damit anfangen, liebe Genossinnen und Genossen.